Sie laden sie noch ein, ein Forum wird geboten, als müsste es so sein. Sie wären ja nicht verboten, als wär es angebracht, sie wie andere zu befragen, als hätt's je was gebracht, als hätten sie etwas zu sagen. Sie sitzen in der Runde, von Scheinwerfern belichtet, geschminkt mit breitem Grinsen, Kameras auf sie gerichtet, von Gastgebern begrüßt, die stellen ihnen ihre Fragen, die sie nicht beantworten, nur was sie wollen sagen. Maischberger, Mioska, Illner, Klamroth, Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Dann an ihrem Platz, man bat sie, sich dorthin zu setzen. Man weiß vom allerersten Satz an, werden sie schon hetzen. Man gibt ihnen das Wort, sie können es sich nehmen, lügen dort in einem Fort, ohne sich zu schämen. Glaubt ihr, ihr könnt mit ihnen wie mit allen anderen reden? Holt ihr in eure Sendungen tatsächlich wirklich jeden? Volksverhetzer, Kriminelle, warum wollt ihr die hören, die sich an Gesetzen und an Menschenrechten stören? Maischberger, Mioska, Illner, Klamroth und Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Ihr sagt, ihr müsst das tun, das wär nicht zu vermeiden. Man sollt mit jedem reden, kann man ihn auch nicht leiden, als ginge es dabei allein um Sympathie. Faschisten, die zerstören das Land, begreift ihr das denn nie? Ach, ihr sagt, das wüsstet ihr, Faschisten wären die keine. Lasst ihr bissige Kampfhunde denn auch so von der Leine? Sagt ihr, wenn die zubeißen, die wollen nur spielen. Sie wurden außerdem gewählt bei Wahlen von so vielen. Maischberger, Mioska, Illner, Klamroth, Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Sagen, was sie tun wollen, wenn sie Mehrheiten erringen. Sie wieder abzuwählen dürfte dann nicht mehr gelingen. Denn dann kann sie niemand mehr von der Macht vertreiben. Hört auf, sie zu verharmlosen, lasst das endlich bleiben.
werdet wach, hört auf, euch länger etwas vorzumachen. Sobald sie draußen sind, werden sie sich ins Fäustchen lachen. Ihr wolltet sie enttarnen, habt ihr sie demaskiert. Sie werden davon profitieren, ihr habt sie präsentiert. Maischberger, Mioska, Illner, Klamm, Roth, Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Muss man Faschisten in aktuellen Sendungen befragen, muss man Zuhörer und Zuschauer mit deren Lügen plagen. Warum gibt man ihnen Selbstdarstellungszeit? So wird das Programm bestimmt von Fake News nicht befreit. Sie wollen das Programm doch sowieso zusammenstreichen, Kommentare sanktionieren, die nicht ihrer Meinung gleichen. Sie drehen Interviewern frech das Wort im Munde rum. Wer sich darauf einlässt, der ist selber schuld und dumm. Maischberger, Mioska, Illner, Klamm, Roth oder Lanz, warum gebt ihr den Faschisten in euren Talkshows Glanz? Warum in aller Welt hofiert ihr die? Sobald es geht, zerstören sie die Demokratie. Ich kann ja auch zu schon nachvollziehen.